KI, also künstliche Intelligenz, ist ja eigentlich momentan ein Thema, was immer aktueller wird. Vernetzte Haushalte, der Kühlschrank, der sich merkt, was eingekauft werden muss, die Waschmaschine, die sagt, hoppala, du brauchst neues Waschmittel. So, wie erklärt man das Kindern? Wie erklärt man das Jugendlichen? Wie erklärt man das Kids ab 9, 10 Jahren? Roboter träumen nicht. Ein tolles Buch, das ist in einer Zeit, als die KI, die Roboter, die künstliche Intelligenz, die Macht auf der Erde übernommen hat, weil die Menschen so sind, wie sie halt sind, wie wir sie kennen und viel kaputt gemacht haben. Dann haben die Roboter gesagt, nee, das geht gar nicht, wir übernehmen die Macht. Und dann gibt es Roboter, die ganz spezifische Aufgaben haben und die machen sie Tag ein, Tag aus. Passiert nichts Besonderes, das ist deren Job, dafür sind die da, fertig. Doch in einer Arbeitseinheit von 3 Robotern, die unterschiedliche Aufgaben haben, passiert auf einmal was. Auf einmal begegnen sie einer Spezie, die eigentlich längst verschollen sein müsste, einem Menschenmädchen. Und auf einmal fängt die künstliche Intelligenz an, ja, so Pseudo-Emotionen zu entwickeln und mit dem Mädchen, sie wollen das Mädchen retten. Eine tolle Geschichte über die Auseinandersetzung, können Roboter und Menschen gemeinsam leben oder nicht oder wie oder wo, richtig faszinierend geschrieben. Der Beginn einer guten Auseinandersetzung eben mit dem Thema KI, künstliche Intelligenz. Roboter träumen nicht.